so eine Frage da, aber ja, haben Sie das Mikrofon. Ja, dann ist ja, wenn man es zu Ende denkt, die klassische Hohmann-Operation, die ja häufig durchgeführt wird, letztendlich obsolet. Oder recht schwierig, man macht ja genau das, was man nicht machen sollte bei solchen Ellenbogen. Man produziert ja die Instabilität. Wenn es ein instabiler Ellenbogen ist, dann arbeite ich genau in die Richtung rein. Das heißt, wenn ich einen instabilen Ellenbogen habe und die Extension als sozusagen letzte stabilisierende Wiese habe und die eine Ablöse, wird es nicht besser werden. Die nächste Frage ist, wenn ich eine Hohmann-Operation mache, ist die Frage, wie mache ich eine Hohmann-Operation? Es gibt Leute, die schneiden da alles weg, was da irgendwann im Epikondylus ist. Und das ist natürlich auch der Kapselbandapparat weg. Das heißt, dann produziere ich auch eine damit. Das heißt, es gibt definitiv Patienten, die eine Epikondylitis haben, die eine Hohmann-Operation haben. Aber nicht jeder Patient, der einen radialen Ellenbogenschmerz hat, hat eine Epikondylitis. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Und deshalb ist es kontroverse die Diskussion. Also man muss ein bisschen genauer hingucken, statt zu sagen, jeder hat eine Epikondylitis. Haben Sie häufiger in der Erfahrung, dass Sie nach Hohmann-Operationen therapieresistente Patienten mit genau dieser Instabilität? Also ungefähr die Hälfte von den Bandplastikern vorher eine Hohmann-Operation. Also meine Erfahrung deckt sich damit, dass man letztendlich die reine Epikondylitis sehr gut konservativ behandeln kann. Die Instabilität ist ein Faktor und sicherlich ein radiales Kompressionssyndrom ist die zweite Ursache, denke ich. Das kann ja, was wir feststellen, was sehr häufig wirklich ein Problem ist, ist die Plika. Das heißt, wir arthroskopieren relativ viel, haben dann so leichte Instabilitäten, aber die Plika wird rausgenommen und die Patienten sind danach glücklich. Das heißt, das ist oftmals ein Hauptschmerz, das kann man auch klinisch relativ gut rauskriegen. Wenn man Druckschmerz vom Epikondylus einen halben Zentimeter runter macht auf den Gelenkspalt, dann ist die Plika. Wenn das da wehtut, ist das nicht die Epikondylus. Das heißt, da kann man, wenn man klinisch genau hinguckt, schon relativ viel rauskriegen. Und wie gesagt, im Wegweisen ist halt dann im Zweifel immer ein MRT machen. Okay. Bitte weitere Fragen? Diese Differenzierung, also klinisch gesehen, wenn jetzt ein Patient mit dem Ellbogenschmerz zu mir in die physiotherapeutische Praxis kommt, wie ist es mir möglich, möglicherweise diese Instabilität zu differenzieren gegen eine Epikondylitis? Ja, das ist ja das, was wir gerade versuchen zu sagen, es ist sehr, sehr schwer. Das heißt, es gibt klinische Tests, klar, wenn ich einen richtig instabilen Ellbogen habe, den nehme ich in die Hand und sage, der sind, aber die sind ja einfach. Wie gesagt, man kann es klinisch ein bisschen rauswägen, man kann über die Triggerpunkte schon feststellen, ob ich ein Muskelproblem habe oder nicht. Die Frage ist halt, wenn es die reine Epikondylitis, haben wir auch gerade gesagt, ist konservativ, verbessert sich relativ schnell. Und die Frage ist halt, wenn ich einen Patienten habe, der therapieresistent ist, es wird nicht besser, ob man dann nicht einfach in die weitere Diagnostik gehen sollte. Wie gesagt, man kann schon klinisch ein bisschen was rauskriegen. Also da gibt es verschiedene Stellen, wo man das schon hinkriegen kann, auch mit Blockaden, mit Bewegungseinschränkungen und sowas, dass ja dann schon alles Zeichen sind, dass im Gelenk was selber nicht stimmt. Aber im Zweifel dann, wie gesagt, einmal weiter abklären und ein MRT machen. Ja. Das sieht gut aus. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, haben das fast geschafft. Ja. Ich habe ursprünglich gesagt, insbesondere nachdem der Kollege gesagt hat, die Chirurg hat die Senkrechtsfraktur gemacht, der Orthopäde wollte mit der Schulter was zu tun haben, dass diese Zusammenführung ja, zu einer Verbesserung der Situation so geführt hat. Auf der anderen Seite haben sie heute festgestellt, dass wir irgendwie eine Differenzierung wieder der Zusammenführung zustande bringen und haben sie Kollegen ausschließlich aus unserem Zentrum hier gesehen und haben sie gesehen, dass jeder sich mit einem kleinen Bereich der oberen Extremität beschäftigt. Und die Frage, die sich stellt, ist jetzt, wie macht man das? Wir wollten den Supergeneralisten haben, der alles machen sollte, Orthopäde und Unfallchirurg zusammen. Jetzt auf einmal gehen wir in 25 Richtungen und hatten wir heute nur mit der oberen Extremität zu tun. Dann haben wir das Problem der Implantate. Der Dr. Reichenfeld muss auf jeden Fall ein LKW so haben mit Implantaten, wenn er alle Schulterprothesen so machen kann und nur die Schulterprothesen. Das heißt, das ist schwierig. Man muss eine Balance zustande bringen. Das ist auch nicht einfach, insbesondere wenn man mit kleinen Einheiten zu tun hat. Das heißt, es ist klar, man geht in eine Klinik hin und glaubt, dass alles versorgt wird im orthopädischen unfallchirurgischen Bereich. Das kann nur dann versorgt werden, wenn die Klinik wirklich für alle Probleme eine Lösung parat hat und
das zu machen, braucht man auch die Differenzierung. Ich weiß jetzt nicht, was das Beste ist. Es gibt auch Gegenrichtungen. Das heißt, das Zentrum hier hat in dieser Richtung gearbeitet seit etwa 15, seit 20 Jahren, dass wirklich Spezialisierungen zustande gebracht worden sind. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Da müssen aber die Voraussetzungen dafür da sein. Und dann hat man Spezialisten, die in jede Richtung so extra denken und so. Und das globale Denken ist nicht so intensiv wie das spezielle Denken. Und dadurch sind, glaube ich, die Ergebnisse besser. Aber gut, das ist eine Philosophie, die man eben so und so sehen kann. Trotzdem war das schön, insbesondere die Beteiligung heute Abend. Da bedanke ich mich zunächst mal hauptsächlich bei den Diskutanten. Das heißt, ohne Diskussion kommen wir überhaupt nicht weiter. Referenten sollte ich nicht vergessen. Und Organisatoren, das habt ihr gut gemacht, ob jemand schafft, haben wir das gesagt. Danke auch an die Technik, das heißt die externe Technik. Wir haben heute keinen Fehler, auch keinen kleinen so feststellen können. Wir suchen immer nach, aber da war gar nichts. Ja. Auch die Vorbereitung von unserer Technik hier, Sekretariat der Physiotherapie, alles, glaube ich, prima geklappt. Ich habe immer morgens, am nächsten Tag bei der Visite, das Problem, dass unsere Patienten alle live das hier beobachtet haben und die machen sich Notizen und sind kritisch am nächsten Tag und sagen, das ist gut gelaufen, das war nicht gut und so. Ja, da muss ich mich im Voraus entschuldigen und sage ich, die sollen morgen früh sagen, dass das alles gut so gewesen ist. Wir bedanken uns auch bei den Internetzuschauern, weil die ganze Veranstaltung weltweit so übertragen wurde. Wir haben auch immer Fragen von Kollegen, die aus der Ferne das beobachtet haben. Vergessen sollte ich unseren Herrn Freitag bzw. die Verwaltung, dass die uns alle Möglichkeiten so geben, alles hier so zu machen. Und dann wollten wir, bevor das alles zum richtigen bitteren Ende geht, kurz mal die Vorankündigung haben. Was ist denn die nächste Veranstaltung? Ja, es geht um die physiotherapeutische Veranstaltung am 16. November. Bitte aufpassen, eine Stunde später der Beginn, um 17 Uhr, ist auch ein Mittwoch. Und es geht um die Erkrankungen und Verletzungen der Wirbelsäule. Und was haben wir noch? Dann die nächste medizinische Veranstaltung findet nicht hier statt, in diesem Saal, sondern im neuen Hörsaal der Universitätsklinik des Marienhospitals, das heißt Standort 3 des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und das ist am 29. März im Jahr 2017. Dann hoffen wir, dass wir keine wichtigen so Spiele haben an diesem Tag, weil wir das noch nicht sehen können. Und das Wichtigste, bedanke ich mich im Voraus bei unserem Koch, ist der Beste und der Wichtigste in dieser Gruppe. Und lade ich Sie zum Abendessen ein. Bitte Treppe und Aufzug.